Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4. Gut. Schauen wir mal nach, was wir denn so an Schiffen nachbauen müssen. Da wurde uns ja einiges zerschrotet. Und nicht mal so wenig. Also wir müssten ja eh die neuen bauen, ne? Machen wir mal hier zwei. Komm. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Zwei, hab ich gesagt. Hier auch. Weil das Ding da nicht trifft, hä? So, dann haben wir 10 in Bau und sind auch blank. In Ordnung. Das soll uns vorerst egal sein. Okidoki, okidoki. Dann gucken wir mal. Wo ist denn da unten die Kolonie? Ah, Getreide kann man nie genug haben. Und wo, wenn ich fragen darf? In Manhattan? Oh nein, okay. Wir haben noch nicht genügend diplomatische Macht zur Verfügung. Wie sieht es bei den Kolonien allgemein aus? Okay, da brauchen wir. Da ist der Alfonso unterwegs. Hier oben. Hier. Dauert es ebenfalls noch. Und hier sind wir fast fertig. Da ist allerdings auch kein Kolonist. Okay. Die führen wir mal zusammen. Manhattan, oh nein. Interessiert mich allerdings auch nicht wie die Bohne. Tom Pronosis hat noch ein paar Probleme. Aber ansonsten muss ich sagen, sieht es hier oben überall sehr gut aus. England darf sich hier unten gerne alles nehmen. Da sind sie fertig. Aha. Spanien breitet sich da unten schön aus. Das sollen sie mal machen. Das ist mir eigentlich egal. Was mich mehr irritiert, wo die Briten sind. Ey, lasst mir bloß die Chesapeake-Bucht in Ruhe. Ja, ich will die zu 120% besitzen. Wobei, ihr dürft euch eher hier oben ausbreiten wie woanders da und die breiten sich noch nicht wirklich aus. Die Bibel ist übersetzt. Ein Priester in Visus, Visö, hat die Bibel in unsere Sprache übersetzt und damit begonnen, in den Nachbardörfern in ganz Beira Exemplare zu verkaufen. Wo sind diese beiden Kolonien? Ketzerei verbrennt den Priester mitsamt seinen Büchern. Großartige Neuigkeit, verteilt die Bibeln weit und breit, meine Brüder, Schwestern. Ich bin so dumm. Ja, das habe ich eigentlich gemeint. Ich wollte nämlich das andere eigentlich anklicken. Nein, jetzt habe ich noch nicht mal gelesen, was passiert. herrlich. Nee, ich lade nicht. Mein Gott, es ist halt, ja. Was passiert? Ich wollte eigentlich mit der Maus rüberfahren, jetzt gerade noch eins hochfahren. Da muss ich gucken. Ich meine, wenn das jetzt wirklich das Einzige ist, dass wir hier halt eben Beleidigungskriegsgrund gegenüber oder gegen Beleidigungskriegsgrund uns gegenüber haben. Ja, mein Gott, dann ist das mal so. Dann ist das halt so. Und da wir ja mit ihnen derzeit gemeinsam im Krieg sind und die jetzt dann wahrscheinlich... Nee, die werden wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit haben, Spanien zu gründen. Mich würde mal deren Flotte interessieren, wie die fahren. Einfach um zu gucken. Halt, da ist sie. Was das überhaupt für Schiffe sind. Oh, nee, ein großes, 12 Handelsschiffe, 8 Galeassen und 6 kleine Schiffchen. Schmupsel. Arg viel. Hier fahrt man mal
nach da oben rein. Ja, ja, die werden jetzt wahrscheinlich versuchen wollen, zu mir zu kommen. Das kannst du aber vergessen. Mhm. So, mal zusammen. Das waren nur 5. Echt? So wenig? Ja. Was soll's, was soll's, was soll's? Bauen wir neue Schiffchen. Noch 5 im Bau. Und dann müssen wir die alten Schiffe ja auch noch aus... Jetzt lassen wir die erstmal fertig bauen. Jetzt lassen wir die erstmal fertig bauen. Und dann werden wir mal die ersten Schiffe aus... Mustern, sodass wir an jedem wichtigen Handelspunkt 10 Schiffe zum Einsatz haben, ne? Oh, noch rüber. Die Irokesen. Wir könnten natürlich die hier oben noch nehmen. Auf der anderen Seite, warte mal, lass mich gerade mal gucken. Bekam im Frieden keine besetzten Kernprovinzen und Ansprüche. Hallo, ihr habt da vielleicht all meine Gebiete dazu bekommen, ihr Pfeifen, ihr Blöden. Mann, das finde ich jetzt aber gerade ein bisschen blöde. Ja, okay, in Ordnung, okay. Und Marokko interessiert mich nicht mal die Bohne. Was wir allerdings machen könnten... wäre... ja, ja. Oh nein. Hier unten... den mal den Krieg erklären. Wir haben keinen Anspruch mehr. Ja, ja. Okay. Ist in Ordnung. Oh! So. Österreich und England Rivalen. Das ist doch nicht gerade Jacke wie Hose. Anspruch fingieren gegen Segu. Zack. Also wir kriegen hier unser Handelshaus hin, so langsam aber sicher. Wäre mir wichtig. Oh, komm. Darüber. Da hoch. Darum. Da hoch. Interessant. Oh, oh. Da sind wir fast fertig, hä? Da fehlen noch ein paar. Oh, ja, 80 pro Jahr. Das kriegen wir schnell hin. Und dann... oh nein, nicht schon wieder. Ja, ist in Ordnung. Ja, da haben wir noch einen schönen weiten Weg nach oben. Tom Promos' Meinung über Portugal hat sich um plus 30 geändert. Ah, wir sind mit einem unserer Nachbarn auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, da wir denselben Glauben tragen. Unsere Beziehungen haben sich verbessert und das kann für die Zukunft nur Gutes verheißen. Sehr schön. Ja, das wäre ja auch schlimm. Na, na, komm her. Genau, stimmt. Ich habe ja nicht nach den Kolonien oder Koloniennationen geguckt, die hier oben sind, sondern eher nach dem Handelsgedöns. Politik? Okay. Halt! Stopp! 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 Ihr kriegt natürlich einen Le General... ah, das ist witzig. Ja, was soll's. Raphael, du bist ja wirklich ein ganz ein Heller. Wir haben... 2 Anführer. Okay, Getreide kann man nie genug haben. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Go to. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt da rein. Ach, die haben hier noch einen. Ah, einen Konquistadoren. Ja, ja, natürlich. Dann rufen wir die Kolonisten zurück. So haben wir immer noch die eine Kolonie über dem, was wir brauchen. Also, eine Kolonie letzten Endes viel... das tat weh, das tat weh, das war schlecht, das war sehr schlecht. Wo ziehen die sich denn da zurück? Autsch, kann ich noch ein paar Soldaten haben? So, dann mal darauf.
Ein paar Soldaten wären echt nicht schlecht, ne? Ja, viel darf ich nicht haben. Machen wir noch ein paar Reiter dazu. Ne? 1, 2. Ein Kolonialrausch. Gerüchte über die Suche nach der neuen Welt haben dazu gefügt, dass sich immer mehr Leute für ein Leben als Siedler in einer neuen Kolonie vorbereiten. Das könnte noch nützlich werden. Mein Gott, was wir zugeschissen werden hier mit diesem coolen Zufallsereignis. Das gefällt mir schon sehr. So. Das gefällt mir sehr. Was sind das da für Schiffe eigentlich? Moment mal, das sind hauptsächlich solche Schiffe. Haut er jetzt ab? Ja. Was natürlich eher schlecht ist. Na, komm her. Ab nach Casablanca. Ich glaube, denen geht's zu gut. Ihr sollt... Oh, Mann, schon. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ab nach Casablanca. Den werden wir doch mal zeigen, wer hier das Sagen hat, ne? Aber ich kann hier unten die Handelsschiffe nicht laufen lassen. Also ich brauche 10 für Sevilla und 10 für hier und 10 für die Chesapeake-Bucht. Das ist eigentlich okay. So, Kastilienschloss. Frieden mit ihrem Feind Aragon. Wohlan. Frankreich hat Portugal als ihren neuen Rivalen bestimmt. What? Warum? Ich bin doch normalerweise lieb, nett, brav. Okay, wenn ich so lüge, wird es natürlich nicht besser. Ach, komm. Verbessern wir mal unsere Beziehungen mit denen, ne? Franzosen, ich kann mir mit denen keinen Ärger erlauben. Beziehungen verbessern. Yep. Mhm. Ach, die sind protestantisch, gell? Ja. Mein Gott. Okay. Wie auch immer. Wiese? Wir machen mal Minus? Oh, hätten das gedacht. Allerdings, diese 10 Schiffe setzen wir dann gleich ein in Sevilla. Sevilla. Weil es unser Heimathandelshafen ist. So, sehr schön. Wie viele Schiffe haben... Passen wir mal raus. Müsste sich dann auch gleich das positiv ausschlagen. 8 Stück dürfen wir noch bauen. Okay. Machen wir nochmal Pause gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir machen derzeit aber wirklich keinen großen Plus. Hm. Das war aber auch schon besser. Okay. So viel fürs Militär, wo wir derzeit auffrischen. Oh, wir müssen noch die Rebellen dort unten niederschlagen, ne? So. Und 8. Perfekt. Ah, so sieht das besser aus, ne? Oh, da unten erleiden sie Zermürbung, weil ich da unten natürlich nur 16.000 Mann stationieren darf. Jetzt brauche ich dann wieder Militärdurchgangsrecht durch Kastilien, ansonsten komme ich da gar nicht runter. Sehr schön, zusammen und da rein. Ah nein, ich hab noch, okay. Oh. Hört doch auf, meine Kolonie da anzugreifen. Vor allem mit 700 Mann, was soll das denn? Tut euch doch nur selber weh. Achso, da wollte ich ja auch mal vorbeischauen. In oh, das war klar, dass das geschieht. Jemand noch mal seine Soldaten runterschicken darf, ey. Ja, die dürfen wir danach zumindest hier unten. In Cabo dürfen wir sie auch stationieren. Ja, das ist doch perfekt. Ich könnte ja direkt sagen, geh da rein.
schwierig, schwierig, schwierig. Haben wir jetzt eigentlich den Anspruch da durchbekommen? Sehr schön. Ja. Wir machen wieder gut Gewinn. Sehr schön. Ist da unten eigentlich eine Goldmine noch? Oh ja, eine. Eine. Nur eine? Nur eine. Oh nein. Okay. Und Eisenimporte schon wieder. Militärische Macht. Tom Primosses Meinung ändert sich um plus 20. Oder wir erhalten 2 Merkantilismus. Also da brauche ich gar nicht großartig nachzudenken. Da habe ich auch wieder schneller geklickt. Also ich muss das ein bisschen aufpassen. Hallo? Also gewonnen nenne ich das mal nicht, ja? Das ist ganz klar. Das Ende des religiösen Chaoses? Ja, 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 ja. Und zu was für eine Einheit ist England geworden? Zu einer protestantischen Einheit. Wer hätte das gedacht? Eingebrochenen Assimilierung in Manhattan. Wir behalten 100 Bevölkerung dazu. Sehr schön. Ja, schauen wir mal da oben vorbei wieder. Vor allem, wo halt der Englische ist. Keine Ahnung. Also die neue englische Kolonie. So, die haben auch keinen Bauernkrieg mehr. Das interessiert mich aber nicht. Bei den Mali. So, Diego. Bitte, 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 bitte erkunde diese blöde Inselkette. Ah, oh, komm, tu's. Ich kann nämlich keine Wegpunkte setzen, weißt du? So, die perfekte Ausrede dafür. Östlich von Neuherberien. Hiberien, Hiberien. Das Hiberien? Ah, okay. So langsam aber sicher wird das ja hier was mit dem ganzen Gedöns. Protestantisch. Es kann nur an einer einzigen Stelle sein. Das gefällt mir gar nicht. Ey, hört mal bloß auf mit dem Blödsinn da, ey. Kann ich nicht gebrauchen gerade. Nicht, dass der Protestantismus bei uns noch großen Schaden anrichtet. Du musst danach auf alle Fälle wieder zurück, ne? Ist das geschehen, was ich denke, was geschehen ist? Ja! Endlich! Haha, danke! Danke, mein Freund. Danke. Jetzt darfst du sinken. Zurück. Sehr schön. Wie weit sind wir da unten? Oh, fast fertig. Fast fertig. Oi, 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 oi. Das wird zwar auch nur eine Kolonie werden, die ewig lang brauchen wird. Wiegen. Tropisch. Allerdings, allerdings, wenn wir da drüben sind, oh, kommen wir unserem indischen Handelsstation richtig gut voran. Ah. Ein Verwalter in einer unserer Provinzen hat den Ruf als grausame und gierige Person. Die Lokalbevölkerung hat eine Petition gestartet, um ihn loszuwerden. Exekutiert den Verwalter, ignoriert die Beschwerden. Naja, gut, dann exekutieren wir den. Oh, wir haben keine Prestige mehr. Schlecht. So, aber die Schiffe sind fertig geworden. Ergab. Ach so, okay. Jetzt hat, wir haben das wieder zurückgeholt. Ja, okay. So, bitte da rein. Und ihr müsst jetzt erstmal zusammen. Und dann nicht Brasilien, das war dieses... Oh, da unten sind ja schon wieder Rebellen. Hier. Die mauranische Küste. Hm.
Ja, doch. Ich habe keinen Händler, von daher klappt das nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Handel hier hoch weiterleite und von der Chessy-Bucht auch schon mal hierüber weiterleite und dann hier oben einfach den Handel abschöpfe. Das wird doch ein heißes Eisen. Ob wir da überhaupt eine Chance haben? Ich weiß es nicht. Ah, schauen wir mal. Okay. Hier nach da. So, Schiffe sind wir ja jetzt rein theoretisch nicht ganz am Anschlag. Das bedeutet, zwei dürfen wir nochmal machen. Habe ich mich da verzählt beim Klicken? Kann passieren, oder? Ich bin mir nämlich jetzt gerade gar nicht so sicher, aber okay. Na, Zölle auf Schiffsbedarf. Aber kommt ein Freiheitsstreben dazu? Allerdings Zollwert wird erhöht. Wir steuern. Wir sind ja, glaube ich, bei 21 Punkte jetzt, ne? Das passt schon. Mich stockt das immer noch hier mit diesem blöden Handels. Kaufmannsrepublik. Wenn wir zumindest zu einer Kaufmannsrepublik werden können. Also, dass Portugal das nicht ist, das ist wunderlich. Was bräuchten wir dafür? Oh, diplomatisches Geschick 4, verfügten Theologe und Vatikans Meinung, klar, Logo. Jetzt weiß ich aber, was ich noch nachschauen wollte. Böhmen. Okay. Es sieht eigentlich hier oben recht komisch aus. Die einzigsten Dänemark, aber nur weil sie die Personalunionen durchbekommen haben. Und Frankreich eigentlich, aber Moskau? Wir haben schon 1525, sehr seltsam. Die Mamelucken, guckt euch mal an, wie groß die sind. Normalerweise kommen die Ottomanen und fallen da drüber rein. Naja, gut, dafür sieht es hier drüben interessant eigentlich aus. Interessant natürlich für uns. Achso, genau, ich wollte hier mal nachschauen. Wegen der aggressiven Expansion. Allerdings ist da nichts von aufgelistet. Das bedeutet, wir könnten da drüben in der neuen Welt noch ein bisschen Party machen. Unsere Bemühungen, Propaganda weiterzuentwickeln, wurde fortgesetzt. Doch nun lernen einige Siedler unsere Hauptstadt ab und haben damit begonnen, eine neue Siedlung weit entfernt von der ursprünglichen zu errichten. Die Menschen strömen nun in die zweite Siedlung, also müssen wir unsere Bemühungen aufteilen. Ah, das ist dieser Knast, den wir da aufbauen. Die Siedlung muss im Stich gelassen werden. Mehr Menschen bedeutet mehr Steuern. Genau. Warum denn nicht? Gegen welchen der Eingeborenen führen wir jetzt Krieg? Huron, Irokesen, lass mal gucken. Och nö. Gilt eigentlich hier noch mein Anspruch? Moment, das müsste ich ja hier gucken. Den haben wir noch. Oh! Sehr gut. Das war dann doch nicht der Knast. Sehr schön. Ja, jetzt brauche ich erstmal ein Transportschiff. Was seid ihr? Moment! Moment, wenn hier meine Großkampfschiffe sind, was habe ich dann bitteschön den Feinden entgegenwerfen wollen?
Ach, ja, wow, Wahnsinn. Und dann wundere ich mich wahrscheinlich doch, wenn die Flotte sinkt. Hey, ihr blöden Typen, ihr cheatet doch alle. Ach, du Scheibenkleister. Ja, Diplomaten abberufen. Wir waren bei plus 20 bei Frankreich. Ich finde es schön, dass das mittlerweile bei den Diplomaten da oben so angezeigt wird. Oh Gott. Aha, das will ich noch machen. Mir geht's gut, mir geht's echt gut. Nein, 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 ich bin nicht. Ich bin gerade nicht wütend. Wow. Sehr gut. Ja, wir haben da natürlich schon mit 20% drin, ne? Das ist schlecht. Wie kriege ich die jetzt hoch? In der nächsten Stufe würden wir nochmal Kolonialreichweite dazu bekommen. Ja, Gott, komm. Dann machen wir das halt so. Das bedeutet allerdings, dass dieses Schiffchen hier... Jetzt langt das nicht wegen ein paar Metern. Ah, das kennt man doch, oder? Wenn es nicht langt, dann wegen ein paar Zentimetern. Sehr schön. Okay. Das bedeutet allerdings, dass wir hier oben... ...den da... ...zurückrufen. Ach, du grüne Neune, was ist denn das da hier für ein Muckenfuck-Ding da? Guck mal... Na, da hat er immer noch da den Durchgang, ne? Senden. Und so hin. Wir machen es unseren Feinden schon so schwer, wie es nur geht. Genau, das hier sind doch die zwei. Die schicken wir runter. Zu denen. Oh, das ist so nervig. Das ist so nervig. Ich habe doch schon mal wo gesagt, es ist so blöd, warum wählt man die Einheiten an und gibt die Befehle mit der anderen Maustaste? Naja. Was soll's? So, wir sind, glaube ich, soweit mit Schiffen auf einem Niveau. Wir sind mit dem Truppenlimit soweit eigentlich gut auf einem Niveau. Wir könnten das noch kurz ausbauen. Hier unten zumindest gibt es ja jetzt ein paar Soldaten dann dazu. Das ist auch nicht schlecht. Wie weit sind wir eigentlich dann noch der Zeit voraus? Noch 6 Jahre, das passt schon. Okay. Ja, dann soll es das für diese gesamte Aufnahmesession auch schon gewesen sein. Herber Rückschlag mit den Inselkette dort unten. Wirklich sehr herber Rückschlag, muss ich dazu sagen. Gefällt mir gar nicht, aber naja, was will man machen? Und ansonsten läuft es doch eigentlich ganz gut. Wir müssten hier noch ein bisschen erkunden. Mal schauen, ob England da vielleicht versucht, eine Kolonie zu bauen. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass die hier unten nichts machen. Ich glaube, da bauen sie gerade auf, oder? Ja, das sehen wir noch nicht. Okay, die schnappen sich hier echt die Antillen. Aber pff, das ist mir egal. Ich will hier die Chesapeake-Bucht haben und möchte hier unten da oben mal gucken, wie weit wir noch kommen. Und dann hier hinten rum vor allem die Verbindung von Amerika runter zu Brasilien. Das möchte ich schon gerne haben. Aber hauptsächlich hier hinten. Da werden wir konsequent drauf hinarbeiten müssen. Okay. Dann vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe doch sehr, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder mit ein. In diesem Sinne. Baba.